Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Speicher noch einmal, bevor wir runtergehen und den Rest hier mal befreien. Von den Untoten oder vor den Untoten. Warte, noch weiter. Hatten wir den getötet? Ja, ich glaube schon, oder? Jetzt kommt der nächste. Kann ich das mitnehmen? Nö. Aber ich wollte erstmal die Stadtmauer hier anfangen. Leer zu räumen. So. Die suchen sich ihren Weg nach oben zu mir. Hier gibt es eine Truhe. Ja. Okay, hier oben gibt es nichts. Aber hier gibt es eine Truhe wenigstens. Zwei Truhen. Das bringt nichts. Okay. Wo sind sie? Ja, jetzt konnte ich noch. War ich noch ganz kurz außerhalb des Kampfes. Das speichere ich, weil ich ja ganz kurz außerhalb des Kampfes gemacht habe. So, gehe ich mal hier weiter. Ah, okay, hier kommt man auf die Dächer. Okay, mal gucken. Der eine Untote wird wahrscheinlich... Also, Untote sind sie alle, aber der eine Skelett wird hier wahrscheinlich zuerst hochkommen wollen. Na, du? Ja! Okay. Da! Ah, verdammt. Ja, den haben wir. So, nochmal was snacken. Und nochmal speichern. Dann sind da nur noch diese anderen Zombies. Die mit bisschen mehr Fleisch dran. Unten. Beziehungsweise gucken wir hier. Was ist das denn für ein Schrein? Wer hat mich hier im Visier? Der. Ja, komm her. Keine Ahnung, von wo der jetzt kam. Da, go. Jo. Okay, das war jetzt... nein, nicht die Bank. Das da, den Knüppel. Noch ein Heiltrank. Nochmal speichern. So. So, die Truhe. Einmal knacken. Ich vermisse aber diese Minispiele, was Schlösserknacken angeht. Ah ja, und noch mal kurz was snacken. So. Noch mal speichern. Okay, wer hat mich gesehen? Ah, der. Ja, komm.
Da kam Blut raus aus ihm. Ich finde es interessant, wenn aus denen Blut rauskommt, obwohl die nur Knochen sind. Da hinten sind noch mehr. Habe ich hier aber auch alles mitgenommen? Nein. Jetzt kommt der nächste. Zombie oder Skelett? Zombie. Komm. Verdammt. Ja. So. Nochmal einen Heiltrank. Und nochmal was schnabulieren. Und speichern. So. Kann ich jetzt hier rein ohne? Ja. Machen wir die Truhe auch einmal leer. So, nehmen wir auch alles mit. Und noch einmal speichern. Ich weiß, ich speichere einfach viel zu viel, aber besser zu viel als zu wenig. So, den da. Wohl, warte mal. So, jetzt muss ich. Ah, verdammt. Nochmal speichern. Wie viele Erfahrungspunkte kriegen wir jetzt gerade? Also einfach zwei, immer wieder 200. So, wo ist der nächste, der mich sehen könnte? Da sind die beiden. Oder wir machen das so. Die sind ja eh sehr langsam. So, den haben wir. Ja, komm. Nein. Komm. Ja, geil. So. Hier müsste jetzt alles frei sein, oder? Was haben wir denn hier? Noch eine Kiste. Wir nehmen alles mit. So, nochmal kurz was essen. Wir haben bald nichts mehr zu futtern. Fällt mir gerade auf. Bald haben wir alles verbraucht. Und Heiltränke allein wird uns auch auf Dauer nicht helfen. So, mehr ist hier jetzt nicht. Wasserfass. Und da liegt Gold. Machen wir einmal damit unsere Gesundheit hier voll. Dann verschwenden wir nichts an Lebensmitteln oder Heiltränken.
Warte mal, kann ich hier eben was schmieden? Breitschwert? Dazu fehlen mir die Zutaten. Okay, da fehlt mir einiges. So, Korb, was ist denn da drin? Ein goldener Ring. Ja, kann man verkaufen. Aber das mit Gotha finde ich jetzt gerade super. Wie viel looten können. So, hier drinnen oder draußen? Ich glaube, wir müssen erst einmal den Rest hier befreien. Wenn die da sind, werden die uns irgendwie aufhalten. Da, okay, das war ein Skelett. So, nehmen wir mit. Nochmal kurz speichern und dann gehen wir rein. Und dann looten wir gleich hier alles, den Rest. Ist nur noch er hier übrig? Ne? Zwei. Ich guck mal hier auf der Seite. Ob hier noch mehr sind, die ich rauslocken kann. So, einmal kurz Abstand. Da! 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 Oh! Yo, okay. Warte. Da, da. Den haben wir. Jetzt nur noch der da. Ist hier noch einer? Nein. Okay, jetzt aber ein Heiltrank. Dann müsste hier jetzt alles frei sein. Hoffe ich mal. Schmuck. Noch ein Schmuck. Viel Gold. Nochmal viel Gold. Goldpokal. Nochmal viel Gold. Das können wir knacken. So. Kopfjägerarmbrust. Noch ein Goldpokal. Bitte, ist da was Neues? Und Innos verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht, auf das er dem Wirken Belias Einhalt gebiete. Und die Macht war Feuer, und er lenkte es nach seinem Willen. Altes Wissen, plus 3. Jetzt haben wir 22 altes Wissen. Hier ist niemand mehr, aber hier... So, Pult. Das kenne ich schon. Das kriege ich aber hin, oder? Was haben wir hier? Ring der Jagd. Ja, geschickt das hin. Dann von Jagd von Jäger von Wein. Und noch ein Fläschchen. Sonst gibt es hier jetzt, glaube ich, nichts mehr in dem Raum. Jetzt nur die Frage, ob oben noch was gibt's. Oh, hier ist noch ein Pult. Bitte nix. Das kenne ich schon. Ich hatte gehofft. Ah, hier. Hier kommt man hoch. Mal gucken, was es hier so gibt. Noch eine Truhe. Da
Das kriegen wir geknappt. Ja. So, gibt's hier sonst noch was? Ja, viel Gold. Okay, hier oben haben wir auch durch. Ich springe mal lieber nicht runter. Nochmal kontrollieren, ob ich hier auch wirklich jetzt alles habe. Ja, hier habe ich glaube ich alles. Nur eine Truhe, die wir nicht öffnen konnten. Und dann hier die Seite noch. Ist das eine Statue Belias? So, nehmen wir mit. Was haben wir denn da? Eine Goblinbeere. Die Goblinbeeren sind auch immer irgendwie richtig gut versteckt. So, da kriegen wir geknackt. Nein, nicht den Hocker. Die Truhe. Die nehmen wir. So. Was fehlt denn noch? Hier waren wir. Dann würde ich sagen, Gotha ist frei. So, Ruf Gotha 0 immer noch. Kann ich irgendwem davon Bescheid sagen? Und dann andere Frage noch. Wenn wir Bescheid gesagt haben, dass Gotha jetzt frei ist, von den Untoten befreit. So, das nehmen wir mit. So, Dämon von Gotha. Ah, den konnte ich doch looten. Erfolg für den göttlichen Ring des Lebens, Erfahrung plus 2500. Ein ehrenvoller Kampf wäre mir lieber. Ist aber sein Schwert nicht irgendwie hier? Runtergefallen? Warte mal. Es gibt immer noch ein anderes Problem. Kann ich nichts mitmachen. So. Bozeps-Kiste mit Waldbeeren. So. Diese Tafel ist sehr alt. Nice. Das werde ich nicht weiter durchdenken. So, altes Wissen sind wir jetzt bei 31. So, nach Adair, nach Gotha, Tempel von Vengard, nach Treles, nach Redok, nach Montera, Khadun. So, Amulett der Lebenskraft. Eins der Adanos-Artefakte. Maximale Lebensenergie plus 50. So, was habe ich dafür weggetan? Schutz vor Geschossen. Machen wir das weg. Jagdgeschick, maximal Mana. Ich würde das hier nehmen. Habe ich hier irgendwie eine bessere Waffe? Ich hätte gern von dem Dämon das Schwert gehabt. Dies brennende. Vorher den Krieger. Krieger. Das sagst du immer. Mit Moras hat man nichts als Ärger. Mit der Zeit werden sie sich. Elite-Krieger. Nahkampf. Genauso. Wie viel hat Zeig er noch? Mir deine Ware. Ich würde ihm wirklich noch gerne sagen. 10.000 hat er noch. Kann ich das verkaufen? Das komplett. Ein ehrenvoller Kampf wäre mir lieber. Mit Moras. So. Jagdbogen kann weg. Da muss man hart durchgehen. Normaler Bogen kann weg. Ich denke da genau. Klingenbolzen. Als ob wir nicht schon genug Moras hätten. Bolzen. Kampfstab. Mit Moras hat man so. Nichts als Ärger. Hier, die Dinger können weg.
Ich glaube, das brauchen wir nicht. Worauf wartest du dann? Das brauchen wir auch nicht. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. So, dann. Das nicht. Als ob wir nicht schon genug Moras hätten, das sagst du. Mit Moras hat man so. Blitzbeschwören brauchen wir nicht. Ein ehrenvoller Kampf. So, was ist das? Fernheilung. Und Feuerball. Soll mich das jetzt so, hier behalten wir alles. Hier kann das weg. Ich denke da genauso. Golderz kann weg. Goldpokale können weg. Mit Moras hat man nichts als Kelle kann er zwei haben. Rohschall behalten wir erstmal. Die Schatullen darf er haben. Die darf er haben. Goldene Halsketten darf er beide haben. Den darf er haben. Und den Silberpokal. So, der Rest. Goldausgleich. 36.000. Wir kommen jetzt echt gut an Gold an. Die reden aber hier richtig viel von Ehre. Soll mich das jetzt beeindrucken? Wir rotten sie aus. So. Gehen wir mal hier rein. Potros, der Dämon von Gotha ist Geschichte. Der Dämon von Gotha ist Geschichte. Verschwinde, Mora, und verbreite deine Lügen woanders. Okay. Wenn er so will. Gorn? Der Dämon von Gotha wird niemanden mehr Angst machen. Der Dämon von Gotha wird niemanden mehr Angst machen. Ha! Du hast es wieder mal geschafft, was? Ich kann nur für uns beide hoffen, dass du nie deinen Meister findest, mein Freund. Was wirst du jetzt tun? Was wirst du jetzt tun? Ich werde versuchen, Gotha wieder aufzubauen. Sind genug Menschen da draußen, die eine Bleibe brauchen. Lass dich nicht töten, mein Freund. Wäre schade drum. Mit dir macht die ganze Scheiße immer noch am meisten Spaß. Wenn du mich als Waffengefährten brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Okay, warte mal. Geht er jetzt nach Gotha? Oder muss ich hier erstmal die Orks hier entsorgen? Warte mal, vielleicht muss ich den da jetzt mal besiegen. Ich speichere nochmal. Den Patros. Potros. Ich zeig dir jetzt mal, wer hier der Schwächling ist. Ich zeig dir jetzt mal, wer hier der Schwächling ist. So, so, tust du das? Na warte, es wird nicht lange dauern und du liegst im Dreck, Mora. Niemand besiegt mich, Mora. So, komm. Komm, den schaffen wir doch, oder? Jo, okay, warte. Ja, nice. Kruscher Gas. So, nehme ich alles. Wir haben ihn besiegt. So. Nochmal kurz futtern. Patros? So, Gorn? Der bleibt da stehen, okay. Patros? Patros, aufstehen. Nächstes Mal bist du dran, Mora. In Ordnung. Du hast gewonnen. Was willst du noch? So, zu schwer. Okay. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Was hat er denn? Okay, der hat jetzt nichts, was ich haben will. So, wenn ich jetzt rausgehe, kommt Gon mit. Ich laufe mal mit Gorn mit. Der will Gotha jetzt aufbauen. Warte mal. 29 Lernpunkte haben wir jetzt. Worauf wartest du da noch?
Und das will er wieder aufbauen. Du weißt genau, woher unsere Probleme kommen. Wo geht er genau hin? Folgen trotzdem einfach mal. Und ich frage mich, wenn wir später wiederkommen, ob sich das ändert hier vom Aussehen her? Hoppala, sorry Gorn, ich wollte ihn nicht umrempeln. Ah, okay. Der chillt sich ja hier einfach hin. Dann lege ich mich mal hier hin und schlafe bis zum nächsten Morgen. Okay, in Gotha kann ich ihn immer wieder als Volksmann dazu holen. Oder warte mal. Ich guck mal auf die Karte. Es ist immer noch Totenkopf. Kann es sein, dass Gotha vielleicht unsere Basis sein wird? Dass wir immer nach und nach ausbauen oder sowas? Boah, das wäre so cool, wenn wir das hier machen könnten. Und dass wir dann irgendwie Laris, Lee, Diego, Milton, Lester und so weiter, all unsere Freunde hier hinschicken können, zu dieser Basis. Dann von hier aus alles nach und nach zurückerobern oder was auch immer. So. Die Moras haben keine Ehre, das ist eben so. Was haben die Moras selbst zu fahren? Ich speichere das jetzt aber mal. Warte. Einmal kurz speichern, auf jeden Fall. Dann gehe ich mal zurück. Also, wir haben Gotha befreit. Ich feiere das wirklich. Und ich hoffe wirklich, das wird unsere Basis. So. Jetzt ist nur die Frage, wo wollen wir als nächstes hin? Eigentlich hätte ich Bock, wieder zurück nach Geldern zu gehen. So, Goldteller für Laris, Hammel der dreiste Artefakthändler, mobilisierte die Menschen in Geldern für Thorns Druiden, tötete den Druiden Thorn. Die stehen sich gegenseitig im Weg. Bring dem Schamanen Grimbold Schwefel. Verpasst mir zu einem Denkzettel. Ich glaube, wir haben da auch noch nicht alles erledigt. Warte mal, Montera habe ich auch noch nicht geguckt. Ruf 87. Da fehlt mir noch ein bisschen was. Nach Vanguard möchte ich noch nicht. Faring. Ich glaube, das schaffen wir nicht zu überleben. Sagen wir so. Hier fehlt auch noch. Silden fehlt uns noch sehr viel. Aber dafür sind wir noch nicht stark genug, sagen wir mal. Also wegen den Viechern drumherum. Weil die sind alle giftig und krank hier. Die töten uns recht schnell. Aber in Silden und in Geldern haben wir jetzt momentan die meisten Quests noch offen. Obwohl, ich könnte hier nochmal gucken, ob wir hier nochmal was lernen können. Was brauchen wir noch für Talente? Die beiden auf jeden Fall. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich das herhole. Ausdauer des Wolfes.
Hier haben wir eher noch gar nichts gemacht. Hier relativ wenig. Ja, mal gucken. Orkjäger. Oder hier, Diebestalent können wir auch ein bisschen gucken, dass wir das aufstocken. Guck mal, wer mir hier noch was beibringen kann. Kann dir doch egal sein. Beziehungsweise Marek. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Wenn er so weitermacht, wird das nie was. So, mit großen Waffen. Starker Kämpfer mit großen Waffen werden. Zeig mir den Umgang mit schwerer Armbrust. Mit schwerer Armbrust effektiver. Lehre mich ein Meister. Schildparade. Bring mir die starke Schildparade bei. Robas Armee hat ein paar wirklich gute Schildkämpfer hervorgebracht. Ein starker Schildkämpfer benutzt die Taktik des Blockens. Schlage aus der Deckung heraus. Dann zieh den Schild wieder nach vorne. Aber denke daran, selbst der beste Schild nützt dir nichts gegen Angriffe von hinten. Okay. Verbliebene Lernpunkte 14. Ich denk darüber nach. So, okay. Dann haben wir das hier schon mal. Voraussetzung Schwertmeister dafür. Wo lerne ich das? Paladin, zusätzlichen Schaden gegen Kreaturen Belias. Am besten, du hältst dich da raus. Und Regeneration. Da brauchen wir noch Stärke, aber das, bis wir das hier finden, dauert es noch, würde ich sagen. Falschen. Wie viel haben wir Diebeskunst? 30. Ja, warum nicht? Klinge vergiften, Verwandlungstränke brauen, Gift herstellen, Mana-Tränke mit permanenter Wirkung. Wie viel haben wir Alchemie? 60. Könnten schon den hier machen, Tränke mit permanenter Wirkung. Verwandlungstränke brauen wäre Voraussetzung. Und hier Mana-Tränke brauen. Ah, okay, ich muss erst das und dann könnte ich das. Giftpfeile herstellen, Feuerpfeile, Sprengpfeile, scharfe Pfeile. Keine Ahnung. Komm, aber wir gehen mal nach Geldern. So. Speicher noch einmal. Wäre, glaube ich, wichtig. Aber eigentlich noch nicht ganz. Diebestalente haben wir am meisten schon bisher was gelernt. Sagen wir so. Das meiste haben wir wirklich in Stärke investiert, aber hier relativ wenig. Jagdtalente können wir auch mal gucken, dass wir da irgendwie was erhöhen. Aber ich gehe erstmal nach Geldern, gucke, dass wir da vielleicht noch ein paar Quests machen. Und vielleicht auch welches finden. Denn wenn ich so recht überlege, wir hatten ja noch nicht alles in Geldern durchsucht. Beziehungsweise nicht jede Hütte da durchsucht, weil da vielleicht auch noch ein paar Leute sein könnten. So. Und ich habe die Theorie, dass vielleicht hier irgendwo Krankheitsresistenz und hier vielleicht, oder andersrum auch, Giftresistenz sein könnte. Das, weil ich glaube, hier ist eher viel mit Krankheit und hier, nein. Ich glaube, Wüste hat mehr. Ich glaube, Wüste hat mehr mit Gift zu tun. Und hier mit Krankheit. Dass vielleicht hier Krankheitsresistenz zu finden ist und hier Giftresistenz. Wegen den Assassinen und so, weil die viel mit Gift arbeiten.
Ich glaube, da können wir das finden. Wie viel brauchen wir für die nächste Stufe eigentlich? 175.000. Die kriegen wir auch schnell hin, ne? Und ich freue mich schon, sobald wir bessere Waffen haben können. So. Trelis sind wir jetzt. Wir müssen an Torus vorbei. Ah, komm, wir gehen einfach hier durch. Ach, hier sind die grün. Ah, okay. Ich verstehe es. Ich verstehe das jetzt mit den Farben hier. Grün ist verbündet, weiß ist neutral, orange ist misstrauisch und rot ist feindselig. Die sehen mich als Verbündete. Auch Toro sieht mich jetzt gerade als Verbündeter. Zu schwer. Später ist noch genug Zeit zum Reden. Okay, warte, ist das jetzt der Weg nach Geldern? Das müsste der Weg nach Geldern sein, glaube ich. Rex Blutfliege. Alle drei gleich. Ich ergreife lieber die Flucht. Gegen drei Blutfliegen, ey. Achso, der Wasserfall. So, hier gibt es jetzt keine Snapper mehr, ne? Rostiges Schwert. Holzschild. Holzschild. Rostiges Schwert. Einfach keinen Respekt vor den Toten hier. Ich dachte schon, es friert mich hier ein. Speicher vielleicht einmal ganz kurz. Ich glaube, diese Stadt ist einfach nur eine Mauer. Hier zum Beispiel, da oben waren wir noch gar nicht. Okay, da können wir nicht hin. Und wer weiß, vielleicht ist da auch jemand. Orksöldner. Krieger. Darf ich hier rein? Ach so, hier sind wir. Ah, er hat seinen Buchständer verlassen. Buchständer. Mit lesen. Hier steht was über Alchemie. Perfekt. 63 Alchemie. Marius? Bring mir etwas, über alte Magie bei. Kann er mir noch was Besseres beibringen? Stabkampf will ich nicht. Werde ich vielleicht machen, wenn ich alles andere schon freigeschaltet habe. Ich gehe mal zuerst hier hoch. Ich glaube, hier oben waren wir noch nicht. Ich will hier aber auch nicht jetzt Misstrauen gegen mich hier holen. Wer ist denn das da? Jared? Willkommen in Geldern, Fremde. Was kann ich für dich tun? Du bist Händler? Du bist Händler? Richtig.
Ich handle hauptsächlich mit Artefakten. Also wenn du welche findest, bringe sie mir. Was weißt du über Artefakte in der Stadt? In der Festung auf der Südseite der Stadt ist ein Lager, in dem wertvolle Stücke aufbewahrt werden. Es heißt, dass sie dort den Helm des allerersten Paladins lagern. Den hätte ich gerne. Damit könnte man ein Riesengeschäft machen. Welche Artefakte interessieren dich besonders? Man sagt, dass hier in Geldern die 7 alten Ringe der Alchemisten versteckt sind. Die Dinger sind mehr als 3000 Goldmünzen wert auf dem Schwarzmarkt. Die 7 Ringe der Alchemisten hätte ich schon gern in meinem Besitz. Du redest wie einer, der das Diebeshandwerk versteht. Ich kenne viele Diebe. Das bringt der Artefakthandel so mit sich. Ich selbst bin allerdings nicht so bewandert in diesen Dingen. Aber ich hörte, dass Laris, einer der größten Diebe Myrtanas, in der Stadt sein soll. Ich kenne Laris. Ich könnte Ihnen die vorstellen. Würdest du das tun? Mensch, das wäre mir glatt 1000 Goldmünzen wert. Ich sehe, was ich tun kann. Okay, aber zeig mir deine Ware. Zeig mal, was du hast. So, Stärkering, der gibt plus 5. Ring der Pfeilabwehr, Energieabwehr. Sonst hat er hier nichts. Der hat nichts, was mich interessiert. So. Wir werden ihn auf jeden Fall mal Laris vorstellen, wenn es 1000 Gold gibt. Ich gehe aber trotzdem mal hier hoch. Hier ist ja auch jemand. Peratur? Wenn sie dich geschickt haben, mir zu sagen, dass es schneller gehen soll. Wie bitte? Schon gut. Ich dachte, du wärst hier, um die nächste Lieferung an die Orks einzufordern. Was für eine Lieferung? Was lieferst du den Orks? Ich bin Alchemist, was werde ich schon für die Orks machen? Tränke natürlich. Dieses kriegerische Volk hat einen unmenschlich hohen Verbrauch an Heil- und Mana-Tränken. Ja, das glaube ich. So, kannst du mir Tränke verkaufen? Nicht nur das. Ich habe auch einige seltene Artefakte. Oh. Interesse? Kennst du einen Sklaven namens Hamil? Den kenne ich nicht. So. Ja gut, ich gebe zu, ich kenne den Kerl. Er arbeitet für mich. Du beauftragst einen Sklaven für dich zu stehlen? Das tut er ja nicht nur für mich. So viel ich weiß, verkauft er den geklauten Krempel auch selbst. Na, okay. Hast du keine Angst, dass die Orks Hamil und dir auf die Schliche kommen? Nein. Die Orks brauchen mich hier. Hamil ist der Einzige, der etwas zu befürchten hätte. Der ist entbehrlich. Aha. Zeig mich, wie ich mir 20 Lernpunkte. Warte. Scheiße. Hätte ich gerade nicht in Dingens hier investiert. In Schildparade. Ah, verdammt, ich habe ihn gefunden. Der kann mich vor Gift schützen, ne? Bring mir was über Alchemie bei. Ich will Waffen vergiften, ich will Mana-Tränke brauen, ich will permanente Tränke brauen. Zeig mir deine Ware. Was hat er denn? So, er hat... Das nehme ich mal. So. Was sind denn die Artefakte, von denen er redet? Oh, Schwefel. Wer auch immer das gebraucht hatte, da war doch jemand. So. Die verkaufe ich. Dann hier Kopfjägerarmbrust, die behalte ich mal erstmal. Frischer Gasch. Spitzhacke behalten wir. Die beiden. Die behalte ich. Hier behalte ich auch mal alles. So, und den Rest als Goldausgleich. 11 Gold. Er kann mir das beibringen. So. Nochmal altes Wissen lernen. Wir haben ihn gefunden. So, was haben wir hier für ein Pult? Können wir da auch noch was Neues lernen? Hier steht nichts Neues. Okay, leider nicht.
Okay, ich weiß jetzt, wo wir Giftresistenz lernen können. Also meine Theorie war doch falsch. So, wo können wir... Wo ist Laris? Wo war denn der? Von wie viel fehlt mir jetzt noch? Jetzt ist das wieder zu viel, worauf ich warte hier. Hier war Laris nicht. Was ist denn das denn für eine Flagge? Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Da soll Laris, ne? Ork-Söldner. Oh, hier sind aber auch echt schwer, die Leute wieder zu erkennen. Denn die sehen ein bisschen viel anders aus als vorher. In den vorherigen Gothic-Teilen. Laris. Der Artefakthändler Jared würde sich ein Bein ausreißen, nur um dich mal kennenzulernen. Der Artefakthändler Jared würde sich ein Bein ausreißen, nur um dich mal kennenzulernen. Ich habe schon von Jared gehört. Er macht gute Preise. Ich denke, ich sollte ihn mal besuchen. Mach das. So, kann ich jetzt Jared nochmal, oder Jared, nochmal deswegen anquatschen? Ich habe mit Laris gesprochen, er wird mit dir Kontakt aufnehmen. Ich habe mit Laris gesprochen, er wird mit dir Kontakt aufnehmen. Der große Laris in meinem Laden? Dass ich das noch erleben darf. Ja, ja, bleib mal auf dem Teppich. Danke, Mann. Hier ist das versprochene Gold. Dass er mir das einfach so vertraut. So, gibt's hier noch was? Ich bin aber echt froh gerade, dass wir den Typen gefunden haben, der uns hier Giftresistenz beibringen kann. Nun, mir fehlen jetzt halt 20 Lernpunkte. Was denn hier passiert? Ich traue mich nicht, das alles hier an mich zu reißen. Gunnok? Ich sollte Grog melden, dass du ein faules Schwein bist. Ich speichere nochmal. Ich sollte Grog melden, dass du ein faules Schwein bist. Jetzt reicht's, Morra. Du wirst mich nicht mehr verhöhnen. Niemand besiegt mich, Morra. Lass dir das nicht bieten! Okay, komm. Den schaffst du! Das war nur Glück. So, was hat er hier? Ork-Armbrust. Nehme ich alles mal mit. Und sein Schwert, Kruschwarok. So, Gunnok, steh auf. Gönn mir nochmal ein bisschen Fleisch. So, wann steht er auf? Ach, meine Knochen. Zu schwer. Ich kann mit ihm jetzt nicht nochmal... Okay. Oder warte mal. Ne, ich kann ihn deswegen nicht nochmal anquatschen. So. Lass mich in Ruhe. Mach hier keinen Ärger, klar? Au. Oh. Dann hier einiges an Schätzen. Da kommen wir aber nicht dran. Zumindest jetzt aktuell noch nicht. Guck mal, gibt es oben noch jemanden wichtigen? Mit Namen? Da geht es gar nicht weiter. Aha, okay. Ich dachte, ich könnte dahin.
War wohl ein Irrglaube. Ah, okay, weil das in dem Bereich ist, wo ich gar nicht hin darf. Also, okay, wo die Wachen stehen. Nemrock? Lass mich jetzt zu eurem Anführer? Nein! Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Okay. Hier muss es noch mehr Quests geben, glaube ich. Mach dich nützlich, Mumba. Ja, ich bin dabei irgendwie. Ich suche nur. Eine Schatulle, die klaue ich mal nicht. Dick Saumels linke Hand. Zu schwer. So, Ork-Söldner. Ork-Söldner. Krieger. Mirzo. Was ihn angeht, haben wir ja eine Quest. Und was ist das da? Ein Goldpokal. Einfach nur ein Goldpokal. Okay. So. Mal kurz speichern. Was haben wir denn da? Ein Silberpokal. So, Mirzo. Willkommen in meinem bescheidenen Geschäft, Sohn des Mutes. Suchst du Waren aus der fernen Wüste oder bist du auf der Suche nach seltenen Artefakten? Bei mir wirst du fündig. Du verkaufst Artefakte? Du verkaufst Artefakte? Welch merkwürdige Frage, Sohn des Mutes. Weißt du denn nicht, wo du hier bist? Das ist Geldern, das Sammelbecken für alle Artefaktjäger des Landes. In keinem Teil Myrtanas gibt es mehr Artefakthändler und Suchende als hier. Mhm. Woher bekommst du deine Artefakte? Woher bekommst du deine Artefakte? Ich bitte dich, mein Freund. Was für ein Geschäftsmann wäre ich, würde ich dir meine Quelle preisgeben. Es wäre besser, wenn du dich um deine eigenen Angelegenheiten kümmerst, Sohn des Mutes. So, okay. Zeig mir jetzt mal deine Ware. Ich habe alles, was du willst, Sohn des Mutes. Mhm. Was hast du denn? Brauchen wir nicht. Das will ich aber. So. Darfst du das haben und das hier haben. So, was haben wir noch? Hier nix. Hier nichts. Ach, weißt du was? Weg mit dem Rohstahl. Ausgleich. Tauschen. So, Inventar. Gucken wir mal. Nochmal drei altes Wissen. So, jetzt sind wir bei 37 altes Wissen. Perfekt. So, ich hau... Warte. So, ich hau dir jetzt im Namen von Agenak ein paar aufs Maul. Ich hau dir jetzt im Namen von Agenak ein paar aufs Maul. Du bist ja mutig. Na schön, dann zeig mal, woraus du gemacht bist. Du bist keine Herausforderung für mich. Nicht nachlassen! Immer feste drauf! Jo. So, mir zu einem Denkzettel verpassen. Assassinenmesser. Was hat denn hier? Teleport nach Geldern. Ah. Hat er nicht noch eine Waffe gehabt? Da ist nichts. Da ist nichts zu holen. Okay, ich hatte jetzt gedacht, das wäre schwerer gegen den. Taschendiebstahl riskieren. Nice. Kann mit dem aber gar nicht mehr reden. Du solltest mich besser nicht stören. Okay, Ork-Söldner. Elite-Söldner. Wo war jetzt, Dingens? Agenak? Und wer war Agenak nochmal? Auf jeden Fall ein Ork.
Grimbol? Schamane? Das kenne ich schon. Okay. Wer war Agenak? Nee, das ist Marius. Das kenne ich schon. Trotzdem gefällt mir das Ganze gar nicht. Nee. Du solltest meinen Rat annehmen. Hier ist auch kein Agenak. Wo war Agenak? Hier war auch kein Agenak. Hier drinne vielleicht? Nee. Gunok. Ich glaube, hier hinten war der. Gemba? Ach, Agenak, er war das. Mirzo hat aufs Maul bekommen. Mirzo hat aufs Maul bekommen. Respekt. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut, Mora. Das lasse ich mich einiges kosten. So, 500 Gold und 500 Erfahrung. So, den hatten wir noch. Wenn ich mit dem da rede, mit Hamel. Zeig mir deine Ware. Okay, der hat jetzt aber nicht das, was ich irgendwie suche. Also nichts dergleichen. Das hätte er doch besser wissen müssen. Das hat uns gerade noch gefehlt. Einen Moment, einmal gucken. Was für einen Ruf haben wir in Geldern? 34. Gunok, der faule Ork. Ich sollte Grog melden, dass du ein faules Schwein bist. Jetzt reicht's, Mora. Du wirst mich nicht mehr verhöhnen. Goldteller für Laris. Finde den Helm des ersten Paladins. In der Festung auf der Südseite der Stadt ist ein Lager, in dem wertvolle Stücke aufbewahrt werden. Südseite. Ich weiß, Mann. Ich weiß. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Darf ich hier hoch? Gibt's da vorne eine Festung? Oder meint er hier das Ding? Ah, ne, das ist... Okay, warte mal. Ich hab gerade keine Ahnung, was ich machen soll. Oder meint er die Festung? Da komme ich aber nicht rein. Tötet den Druiden Dorn, mobilisiert die Menschen Geldern für Thorns Druiden. In den Helm des ersten Paladins. In der Festung auf der Südseite, ja. Die sieben alten Ringe, der Alchemist versteckt. Die Dinger sind zwar mehr so. Das Geheimnis ist. Ne? Bringen den Schamanen Grimbol Schwefel. Ja, ich würde sagen, das finden wir in der nächsten Folge raus. Dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!